Ich wende mich zuallererst an die junge Polizistin, die ihren eigenen Fall sexueller Gewalt öffentlich gemacht hat. Wenn es ein Vorbild in der Polizei gibt, dann ist es sie. Sie hat genau das gemacht, was Polizistinnen und Polizisten machen sollen. Sie hat nicht weggeschaut, sondern Missstände angezeigt. Ministerpräsident Kretschmann, noch sind Sie Ministerpräsident und haben bis zu Ihrem letzten Amtstag die Verpflichtung, den Bürgern dieses Landes zu dienen. Machen Sie klar Schiff, schmeißen Sie Ihren Innenminister raus. Es darf bei der Reorganisation der Polizeiführung und des Innenministeriums keine Rücksicht auf die Sicherung persönlichen, beruflichen und wirtschaftlichen Fortkommens einzelner Protagonisten genommen werden.